Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Hochbergmark. Ja, in der letzten Folge haben wir die Kartoffelernte erfolgreich abgeschlossen. Haben, ja, zumindest Feld 7 gemeinsam gepflügt, Feld 3 habe ich fertig gemacht. So, was wir jetzt als allererstes benötigen, ist meine Butter. Noch müsste ein wenig im Napf sein, aber viel ist das nicht. Probieren. Genau deswegen. Ist ein bisschen fummelig hier. Ja, bis auf das Schweinefutter. Die Tiere soweit versorgt. Und bei den Schafen und Ziegen war ich noch nicht. Sind wir zuerst dran und hier müssen wir jetzt halt erstmal neues Futter herstellen. Auch bei den Hühnern ist der letzte Big Pack ja so gut wie leer. So passt das. Sehr schön. Ja, dann habe ich eben noch mal reingeschaut. In der letzten Folge. Okay, das ist jetzt hier erste Folge einer neuen Aufnahmesession. In der letzten Folge war das Methan noch wie angekündigt und notiert im September. Jetzt ist es in den Juli gesprungen. 822 pro 1000 Liter. Verkaufspreis aktuell 810. Ich behaupte, wir haben lange kein Geld mehr eingenommen. Werden wir trotzdem gleich verkaufen, paar. Aber erstmal möchte ich hier Schweine- und Hühnerfutter herstellen. Au, 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 lieb sein. Kommt er die in den Schweinestall oder in die Maschine? Ja, was steht ansonsten an? Die, so haben wir sie, die Rapsfelder brauchen Unkrautbekämpfung. Die beiden Kartoffelfelder könnten schon mal gekalkt und leicht auch mit Gärresten vorgedüngt werden. Da müssen wir mal gucken, wie viel wir haben. Dann werden wir auch dringendst Gülle aus dem Kuhstall rausholen müssen, da das Lager so gut wie voll ist. Ja, die BGA ist irgendwie bei nicht ganz 55.000 Liter Befüllung.
Oder so ähnlich, ne? Gehen vorwärts. Sehr schön. Dann schmeißen wir das ganze Gerät einmal an. Ja, die Trauben habe ich vor dieser Folge noch mal eben schnell mit Wasser aufgefüllt. Die Biogasanlage, ja, 54.000. Wir haben... Ja, das ist noch nicht so viel mit der Gärreste, ne? Futtermischer, da bist du ja. So, 6.000 Liter Kartoffeln, 2.000 Liter Getreideschrot. Hau rein, mein Freund. Zeug brauchen wir dringendst. So, auf die Gerste. Haben wir ja ein bisschen was. Ja, dazu ist der Mais in der letzten Wachstumsstufe. Das sollte hier im Oktober dann auch über die Bühne gehen können. Ich daneben kippen. Ach, das blöde Ding ist auch noch an. Das müssen wir mal ausstellen. Jetzt ist er fertig, ist okay. Palettenherstellung ausschalten. Okay. Alter, wie schnell geht denn das mit dem Schweinefutter? Ich wollte da gar nicht reinklicken. Ich wollte F1 und nicht Escape drücken. Na gut, dann haben wir einen mehr produziert, als wir wollten. Knallt das immer.
Ja, den habe ich jetzt auch clever hingestellt. Ne? Da bist ja. Anheben, ich mach mal so den Poller hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, entweder 8.000 oder 10.000 wieder gehen rein. Weit, so weit hinten. Ja, aber ich habe beim letzten Mal schon festgestellt, es geht bedeutend schneller als erst mit Förderband aufstellen. Gut, wenn das Förderband erstmal steht, musst du natürlich nur einmal mit dem Anhänger ranfahren und dann ist das Ding voll, aber wie gesagt, bis das Förderband erstmal steht, etc. Sehr schön, da ist er voll. Ja, langsam umfallen, ne? Dafür muss ich auch nochmal, glaube ich, die Tastaturkombination festlegen. Mit der Maus, das dauert ja ewig. So, mein Point. Deine Schuldigkeit ist mal mit Genüge getan.
Sehr schön. Ja, Käseproduktion ist durch. Butterproduktion läuft oder wahrscheinlich, wenn wir diese Aktion hier gemacht haben, ist die Buttertrommel wieder leer. Ziegenkäse müsste ausreichend sein, um die Maschine mal wieder einmal zu füllen. So, wie viel waren das denn jetzt? 8000, okay, 4 Säcke. Dann gehen wir einmal auf Herstellung. Ja, diesmal machen wir ihn doch wieder aus. Wie es beim nächsten Mal nicht nochmal passiert. Ja, rüberbringen machen wir beim nächsten Mal. Oder Blödsinn, mache ich zwischen den Folgen. Was jetzt viel wichtiger ist, dass die Schweine Futter kriegen. Bevor wir uns wieder anderen Dingen widmen können. Voll ist er. Sehr schön. Da würde ich mich auch darüber freuen, wenn man mir dann anzeigt, Aktion hier nicht möglich, anstelle, dass ich das alles daneben kippe. Aber Wünsche kann man ja viele haben. So, hervorragend. Dann sind bis auf scharfe Ziegen alle Tiere versorgt. Ja, dann würde ich sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge am Schafstall wieder. Ja, wie immer recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.